Boah, Alter, richtig krank. Ja Leute, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin hier heute auf dem Benzfest unterwegs, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, mit den Jungs von der Sterngarage. Und aktuell ist das CL500 Video schon etwa 5 Stunden draußen und wir schauen uns mal das aktuelle Ergebnis an, ob ich mir das wirklich antun soll. Wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, 73% sind, ja, wir brauchen den CL unbedingt und 23% sagen eher, sei nicht so bescheuert und investiere dein Geld besser. Und da kam mir nämlich so eine Idee. Beim YouTube-Kanal RB Engineering ging es ja eigentlich schon immer darum, für so möglichst wenig Geld das Beste zu bekommen. Und da habe ich mir gedacht, ein Projekt unter dem Motto, so viel Leistung wie möglich für möglichst wenig Geld. Und deshalb schauen wir uns jetzt ein bestimmtes Kfz an, oder soll ich eher besser sagen, Taxi. So Leute, jetzt sind wir hier beim Taxi angekommen, ihr habt es wahrscheinlich jetzt auch schon gesehen und ihr fragt euch wahrscheinlich, was will ich mit so einer Rundaugen-E-Klasse und auch Taxi? Auf jeden Fall, es geht hier nicht um dieses Modell, nämlich nicht um den W210, sondern um den W202 C250 Turbodiesel. Das hier kann ich nur gut als Beispiel nutzen, dass nämlich auch hier ein Turbodiesel ist, der ein bisschen mehr Ladedruck als gewöhnlich unter der Haube hat. Hier haben wir nämlich den OM606 mit HX40 Turbolader und diversen anderen Umbauten wie Getriebesteuergerät. In dem Fall sogar noch das Maybach-Getriebe bzw. Mercedes-Benz V12-Getriebe, andere Pumpe und die Liste ist auf jeden Fall ein bisschen länger. Meine Idee wäre eben unter diesem Motto, für so wenig Geld wie möglich die meiste Leistung, dann diesen C52 Turbodiesel mit dem OM605, das ist eigentlich der gleiche Motor wie der hier im Taxi, nur halt mit 5 Zylindern zu nehmen und da dann ordentlich Ladedruck reinzuballern, schwarze Wolken hinten raus, auf ein paar Events und vielleicht ein paar Leute von euch noch mitnehmen, ein paar Reaktionen einfangen und einfach nur wieder eine richtig bescheuerte Karre bauen, die für so möglichst wenig Geld die meiste Leistung hat. Da können wir mal so in der ersten Stufe vielleicht mal so 400 PS oder wenn wir so ein bisschen extremer machen wollen mit einer 8mm Pumpe oder so 500 oder sogar noch mehr. Aber ja, stimmt auf jeden Fall mal hier oben ab. Was denkt ihr? Soll ich mir wirklich den CL holen, wie ihr in den anderen Videos abgestimmt habt? Oder denkt ihr, sei nicht so bescheuert? Und mach lieber sowas. Aber wir fahren jetzt auf jeden Fall erstmal mit dem Taxi, bzw. ich fahre und seht ihr direkt mit meiner Live-Reaktion, ob ich auch sagen würde, das brauche ich unbedingt in meinem Leben. So, jetzt sind wir hier im Taxi angekommen und wie gesagt, OM606, HX40 Lader, so 400 bis 500 PS sind hier am Start. Und gibt es auch Schaltpedals und Tiptronic. Natürlich hier wieder das 7226 Getriebe in, wie schon erwähnt, in der Maybach-Version, bzw. der V12 Mercedes-Version. Aber ich würde mal sagen, ich habe sowas noch nie erlebt. Zum Glück darf ich mal fahren und ich würde mal sagen, wir treten jetzt mal voll rein und gucken, was passiert. Okay, ich merke schon, Ladedruck kommt gleich. Also ich muss schon sagen, so bis 3000 Umdrehungen, da denkt man so, komm, ein bisschen, geht einigermaßen und dann plötzlich bei, also gegen die 4 schiebt es einfach nur. Und wie gesagt, ich würde mir gerne hier quasi das kleinere Modell holen, OM605, unter dem Motto quasi möglichst viel Leistung für wenig Geld. Die Frage ist natürlich jetzt, CL oder so eine C-Klasse, die ja nichts aussieht, also ein klassischer Wolf im Schafspelz eigentlich. Sieht an nichts aus, ordentlich Leistung, ein paar schöne dicke Karren damit abziehen. Wäre natürlich auch cool, ein paar Leute von euch auf Events und so mitzunehmen und hätte ich eigentlich mega Bock auf das Projekt. Aber wenn ihr sagt, ihr wollt den CL, holen wir den CL. Wenn ihr sagt, 202, so eine richtig kranke Karre umbauen, holen wir uns den. Deswegen stimmt es mal hier oben auf dem i ab. Und das war's heute mit dem Video. Checkt auf jeden Fall nochmal Instagram in der Beschreibung aus. Da gibt es auch ein Bild mit dem Auto hier. Checkt auf jeden Fall auch nochmal die Sterngarage aus. Und ich verlinke euch nochmal den Besitzer des Autos. Das war's.